Weiter geht's mit einem Interview auf Jungle Drum Radio. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Worum geht es heute? Nun, wir wollen heute einmal ein bisschen herausarbeiten, ob die Krim wirklich annektiert wurde, wie es das gängige Narrativ so erzählt, oder ob das nicht wirklich eine korrekte Wiedervereinigung mit Referendum und allem drum und dran war. Dann interessiert uns natürlich, wie sieht's eigentlich mit der deutsch-deutschen Wiedervereinigung aus? Da hatten wir zum Beispiel kein Referendum. Auch wie die Treuhand damals ihre Arbeit gemacht hat, das könnte man durchaus nochmal genauer betrachten. Ganz am Anfang aber werden wir uns mit dem Thema Amerika befassen. Uns interessiert vor allen Dingen, gehen sie nun unter die USA oder nicht? Geht der Dollar baden? Geht er nicht baden? Und vor allen Dingen, was passiert denn jetzt mit den Menschen in Amerika? Sollen wir die jetzt alle verhungern lassen? Das sind alles Fragen, die sind nicht unerheblich, denn die diktieren letztlich den Verhandlungsspielraum der amerikanischen, aber auch der europäischen Eliten. Wir haben hier jemanden zu Gast heute, der uns genau darüber Bescheid geben kann oder uns das erklären kann, nämlich den Dr. Wolfgang Bittner. Er ist Rechtswissenschaftler, hat aber auch Soziologie und Philosophie studiert und außerdem ist er freier Autor. Herr Dr. Bittner, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Ja, gern. Schönen guten Tag. Beginnen wir gleich mit unserer ersten Frage. Quo vadis, wie würden Sie, Herr Dr. Bittner, die Zukunft Amerikas denn beurteilen, aus wirtschaftlicher, aber auch aus politischer Sicht? Na, die Staatsverschuldung der USA beträgt ja zurzeit mehr als 18 Billionen Dollar. Ich gehe davon aus, dass die USA das am höchsten verschuldete Land der Welt sind. Zur wirtschaftlichen Zukunft kann ich als Nichtfachmann eigentlich nichts Konkretes sagen, außer dass der Militäretat einen Großteil des US-Haushalts verschlingt, sind mehr als 600 Milliarden Dollar jährlich. Die Staatsverschuldung Deutschlands beläuft sich übrigens, das ist vielleicht in dem Zusammenhang ganz interessant, auf rund 2,1 Billionen Euro. Das sind also 2.100 Milliarden und der Militäretat auf etwa 32 Milliarden jährlich. Auch das ist natürlich erschreckend, nicht? Die Zukunft der USA in politischer Hinsicht sieht meines Erachtens ziemlich düster aus. In den letzten Jahren ist überdeutlich geworden, dass die USA nicht das sind, was sie vorgeben. Also sie sind kein Vorbild für Frieden und Freiheit. Seit mehr als einem halben Jahrhundert gehen von dort zerstörerische Ideologien und auch grauenhafte Kriege aus, die dem Gründungsanspruch wie in der Unabhängigkeitserklärung von 1776 und auch in der Verfassung niedergelegt sind, hohn sprechen. Die USA können aufgrund ihrer militärischen Stärke überall in der Welt in kürzester Zeit Krisen inszenieren, wie es denen gerade passt. Also sie erheben den Anspruch, Weltmacht Nummer eins zu sein. Und Europa hat sich diesen durch nichts gerechtfertigten Machtanspruch einhellig ergeben. Darin sehe ich eine große Gefahr. Denn Europa degeneriert immer mehr zu einem Einflussgebiet der USA, insbesondere wenn jetzt noch dieses TTIP-Freihandelsabkommen durchgesetzt werden sollte. Hochinteressant, aber auch beängstigend ist es, wenn man sich mit Strategien befasst, die hinter der US-amerikanischen Politik, zumindest der Hardliner, stehen. Zum Beispiel schrieb der einflussreiche Politikwissenschaftler und Regierungsberater Zbigniew Brzezinski, er hat 1997 ein Buch Die einzige Weltmacht veröffentlicht. Er schrieb in diesem Buch, die geopolitische Strategie der USA, also er entwickelte praktisch in diesem Buch die geopolitische Strategie der USA nach dem Untergang der Sowjetunion, und sagte oder schrieb, inwieweit die USA ihre globale Vormachtstellung werden aufrechterhalten können, hänge davon ab, wie ein weltweit engagiertes Amerika mit den komplexen Machtverhältnissen auf dem eurasischen Kontinent fertig werde.
konkret, ob es dort das Aufkommen einer dominierenden gegnerischen Macht verhindern könne. Für die einzige Supermacht USA sei, also nach Brzezinski, Eurasien wörtlich das Schachbrett, auf dem sich auch in Zukunft der Kampf um die globale Vorherrschaft abspielen wird. In diesem Kontext ist dann auch eine Äußerung Henry Kissingers in einem CNN-Interview zu sehen, wonach der Regime-Change in Kiew sozusagen die Generalprobe für einen Regimewechsel in Moskau sei. Die USA haben es also geschafft, Europa wieder zu spalten, die über Jahre hinweg sich verbessernden Handelsbeziehungen zwischen Russland und Deutschland zu unterbrechen und eine akute Kriegsgefahr in Europa aufzubeschwören. Das hat alles Methode. Wie auch der Rede eines der Bellizisten der Republikaner, George Friedman, zu entnehmen ist, der ist Direktor des US-Thinktanks Stratfor, Strategic Forecasting Incorporated. Die werden Journalisten erklären, was in der Welt passiert. Stratfor erklärt, was passieren wird. Friedman sagte im Februar 2015 am Chicago Council of on Global Affairs, Ziel der US-Politik seit einem Jahrhundert sei gewesen, ein Bündnis zwischen Russland und Deutschland zu verhindern. Das Hauptinteresse der US-Außenpolitik während des letzten Jahrhunderts, sagt er, also im Ersten und Zweiten Weltkrieg und im Kalten Krieg und bis heute, seien die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland, weil sie vereint die einzige Macht seien, sagt Friedman, die die USA bedrohen könnten. Deren Hauptziel sei nun sicherzustellen, dass es nicht dazu kommen könne. Und Friedman sagt, für die Vereinigten Staaten sei die Hauptsorge, dass sich, und da muss man mal genauer hinschauen, die Hauptsorge, dass sich deutsches Kapital und deutsche Technologie mit russischen Rohstoffressourcen und russischer Arbeitskraft verbinden, zu, so sagt er, einer einzigartigen Kombination. Das also soll verhindert werden, und zwar durch einen Korridor von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer. Die USA errichten, also, das sagt Friedman expressis verbis, ein Cordon sanitaire, so nennt er das, also ein Sicherheitsgürtel um Russland herum. Weiter stellt Friedman fest, die Vereinigten Staaten kontrollierten aus ihrem, er sagt, fundamentalen Interesse, Weltmacht Nummer eins zu bleiben, alle Ozeane der Welt, was keine andere Macht jemals geschafft hat. Sie könnten daher weltweit intervenieren, seien aber selber unangreifbar. Und Friedman schließt seine Ausführungen dann, ich habe mir das neulich nochmal angehört, mit den Worten, also übersetzt, das ist eine schöne Sache. Und wenn wir diese Hybris, wie auch die Aussagen von Brzezinski und Kissinger zur Kenntnis nehmen, dann brauchen wir uns über nichts mehr zu wundern. Die amtierenden Politiker Europas machen das mit, unterstützt von den Leitmedien. Der niederländische Publizist und Politikwissenschaftler Karel van Wolferen spricht in diesem Zusammenhang von Atlantizismus als einem europäischen Glauben, wie er sagt, und Kind des Kalten Krieges, der es Washington ermöglicht, unerhörte Dinge zu tun, ohne deswegen gemaßregelt oder womöglich in Frage gestellt zu werden. Aber natürlich spielt bei allem der sogenannte militärisch-wirtschaftliche Komplex eine ausschlaggebende Rolle. Es geht letztlich um Kapitalinteressen. Ich habe unter anderem darüber in meinem Buch Die Eroberung Europas durch die USA geschrieben. Das heißt, wir können festhalten, dass die USA nach wie vor sich auf dem Kurs befinden, auf dem sie schon immer waren. Den hat ein gewisser Paul Wolfowitz mal artikuliert in der Wolfowitz-Doktrin, dass im Grunde alle Staaten
die auch nur Ansätze machen, zu einer amerikanischen Konkurrenz zu werden, gestoppt werden müssen. Und von dem Kurs werden sie also wohl nicht abgehen, was auch immer dabei rauskommen mag. Jetzt würde mich natürlich die Zukunft nicht nur Amerikas interessieren, sondern da wohnen ja auch Menschen, Amerikaner. Was erwartet die denn in den kommenden Jahren? Ja, spätestens nach dem 11. September 2001 ist in den Vereinigten Staaten eine Schranke der Rechtsstaatlichkeit gefallen. Die US-amerikanische Gesellschaft ist zerrüttet. Ihre Regierung ist schon lange nicht mehr in der Lage, Wohlstand für die Mehrheit zu schaffen und Gerechtigkeit für alle möglich zu machen. Es gibt ja unfassbar hohe Mordzahlen, ein gigantisches Drogenproblem, ein marodes, völlig überteuertes Gesundheitssystem, eine kaputte Infrastruktur, Schulen, die den Namen nicht verdienen, dann offenen Rassismus, unkontrollierte Polizeigewalt. Wir haben in letzter Zeit viel darüber gehört. Es tut sich aber nicht viel in den USA. Also ganze Bevölkerungsschichten haben außerhalb der Armee kaum noch eine Perspektive. Und das alles vor dem Hintergrund einer Staatsverschuldung, die niemals abgetragen werden kann. Das ist genau genommen ein Horrorszenario. Ich wünschte den USA-Politiker, die den Mut hätten, das eigene Land als Interventionsfall zu erkennen, statt überall in der Welt Chaos und Unglück zu verbreiten. Wenn dort die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander geht und wenn die USA nicht aufhören, andere Länder, wie soll man sagen, als ihre legitime Beute anzusehen, hat das Land keine erfreuliche Zukunft. So sehe ich das. Also mittlerweile sind ja ungefähr 48 Millionen Amerikaner auf Essensmarken angewiesen. Ganz viele haben im Laufe dieser Immobilienkrise ihr Haus verloren, wurden geräumt, sind jetzt obdachlos, dürfen sich nicht mehr in der Öffentlichkeit zeigen, werden also wirklich an den Rand der Wahrnehmung in der Gesellschaft gedrückt. Wenn jetzt diese Suppenküchen auch noch zumachen, könnten Sie sich vorstellen, dass es dort zu einer Revolution kommt in Amerika? Also die Voraussetzungen für eine Revolution in den USA sind denkbar ungünstig. Seit 2001 gibt es den Patriot Act, ein Bundesgesetz, das vom Kongress als Reaktion auf die Anschläge vom 11. September 2001 erlassen wurde und das angeblich dem Krieg gegen den Terrorismus dient. Aber durch dieses Gesetz, das übrigens in einzelnen Bestimmungen 2015 erneuert wurde, werden Bürgerrechte in erheblichem Umfang eingeschränkt. Wenn es zu größeren Aufständen kommen sollte, dann könnte die US-Regierung sofort die Redelsführer, die ja mit Sicherheit registriert sind, nicht verhaften und Militär zur Niederschlagung einsetzen. Es kam ja bereits zu Unruhen, nachdem Schwarze widerrechtlich von Polizisten erschossen wurden. Und in Ferguson in Missouri wurde die Nationalgarde eingesetzt. Aber die Unruhe in der US-amerikanischen Bevölkerung wächst. Das ist klar. Während der Reichtum einzelner ungeheure Höhen erreicht, nimmt die Armut von Millionen Menschen zu und das ist ein Pulverfass, das irgendwann unkontrolliert explodieren könnte. Also das ist trotz Überwachung und Einschüchterung nicht auszuschließen. Nun fällt zumindest mir auf, vielleicht täusche ich mich ja, dass die Politik, die Außenpolitik der USA in dem Maße aggressiver wird, in dem der wirtschaftliche Niedergang voranschreitet. Sehen Sie da einen Zusammenhang? Ja, ich denke schon, dass die US-Regierung versuchen, einem wirtschaftlichen Niedergang und innerstaatlichen Unruhen gegenzusteuern, indem sie sich an anderen Staaten bereichern, nicht? Und indem sie den Fokus auf Konflikte im Ausland richten. Das ist immer ein probates Mittel, wenn Staaten in Schwierigkeiten kommen. Auch die Freihandelsabkommen auf der einen Seite mit Europa, auf der anderen Seite mit den Pazifikstaaten dienen nach meiner Einschätzung demselben Ziel, also einen wirtschaftlichen Abstieg zu verhindern. Die USA sitzen dann wie die Spinne in der Mitte des Netzes.
Ja, das ist also ein schönes Bild. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, das könnte man auch hingehen und ihnen anbieten, wir helfen euch, wir lassen euch nicht fallen, wir versorgen euch mit Lebensmitteln, mit Medikamenten, mit allem, was ihr braucht. Ihr braucht gar nicht so viele Kriege zu führen. Das ist aber wahrscheinlich ziemlich naiv, denn Washington hat eigentlich seit 1945 immer nur auf militärische Vorherrschaft gesetzt. Können die überhaupt noch von diesem Kurs abweichen oder meinen Sie, dass sie vielleicht doch irgendwie zur Friedlichkeit wieder bekehrt werden könnten? Also das Land kann sich natürlich selber ernähren. Das ist ein Verteilungsproblem, denen Lebensmittel zu liefern. Das halte ich in der Tat für absurd, obwohl es eben tausend von Suppenküchen gibt. Also wie gesagt, ein Verteilungsproblem. Ob ein Entgegenkommen oder Zusagen der Europäer überhaupt deeskalierend wirken könnten, das steht ja auch hinter Ihrer Frage. Das glaube ich nicht. Also die USA, einerlei, wer dort an der Regierung ist, verfolgen bestimmte Ziele, die ihren Interessen dienen, und dabei gehen sie auch über Leichen. Die Entwicklung der letzten Jahre hat deutlich gezeigt, dass sich die weltweite Situation fortwährend verschlimmert hat. Und wohin die Reise geht. Denken wir an Afghanistan, Irak, Libyen oder jetzt Syrien und die Ukraine. Überall werden Länder destabilisiert, entstaatlicht, zerstört. Es finden zahlreiche Konflikte und Kriege statt, die aus wirtschaftlichen oder geostrategischen Gründen angezettelt wurden. Auch der Ukraine-Konflikt ist ja eine Inszenierung, was sich nachweisen lässt. Also ich habe das in meinem Buch Die Eroberung Europas durch die USA ziemlich dezidiert beschrieben, wie es dazu gekommen ist. Und wenn man die Entwicklung bis zur Maidan-Revolte verfolgt, also auch da vor dieser sogenannten Annexion der Krim, auf die ja immer wieder rekurriert wird von den Politikern, nicht? Also dann ist das eindeutig, was da passiert ist. Die jetzigen Präsidenten Jatsenjuk und Poroschenko sind Marionetten der USA, und sie führen Krieg gegen die eigene Bevölkerung. Im schlimmsten Fall kommt es zu einem Krieg, der dort angefacht wird zwischen den USA und Russland auf dem europäischen Kontinent. Ich erinnere an Brzezinski. Da Deutschland der NATO angehört, wären wir dabei. Und falls es zu begrenzten taktischen Atomschlägen kommt, was ja überlegt wird, wäre Deutschland involviert und bei den zu erwartenden Gegenschlägen und den Standorten hier in Deutschland als erstes betroffen. Die europäischen Staaten müssten gegensteuern, insbesondere Deutschland müsste sich von der Aggressionspolitik der USA distanzieren und eine eigene Ostpolitik entwickeln. Es kann ja nicht hingenommen werden, dass deutsche Politiker sozusagen als Vasallen der USA, deren Politik auf Kosten der Bevölkerung und der Wirtschaft mitbetreiben. Also meines Erachtens wäre es auch dringend erforderlich, von der US-amerikanischen Pseudo-Zivilisation, ich will das mal so nennen, zu emanzipieren. Da wird einerseits militärisch vorgegangen, andererseits von Hollywood, dieser American Way of Life, über die ganze Welt verbreitet, und das bedeutet Konfliktlösungen durch Schießen, Hauen und Stechen. Und insbesondere Jugendliche orientieren sich daran. Wir sehen das ja immer wieder, fragen Sie mal die Lehrer, mit verheerenden Auswirkungen. Hinzu kommt noch die politische Indoktrination durch die global agierenden Thinktanks und Netzwerke, die eine kritische Berichterstattung in den Medien über die US-Politik und die NATO systematisch verhindern. Da gibt es auch Untersuchungen, nicht? Da werden sogar ständig Ereignisse verschleiert und Fakten verdreht. Also da wird gelogen, gewarnt, gedroht und gehetzt. Ganz deutlich wird das zurzeit im Konflikt mit Russland. Das ist ja eine regelrechte Gehirnwäsche der Bevölkerung, die da stattfindet. Ja, genau, das ist der Punkt. Wenn wir uns die USA mal genauer betrachten, seit ihrer Gründung, das war der 4. Juli 1776, wie Sie sagten, haben die in 239 Jahren 222 Kriege angefangen. Ah Nur ja. jetzt,
kommen Sie erstmals an einen Gegner, nämlich an Russland, der Ihnen durchaus die Stirne zu bieten vermag. Und deswegen verlegt man sich jetzt mehr auf einen Informationskrieg. So zum Beispiel, wie Sie vorhin angesprochen hatten, die Krim. Die Krim gilt jetzt offiziell als annektiert. Das ist das gängige Narrativ, das hier wirklich mehr oder weniger in die Köpfe der Leute eingeimpft wurde. Andererseits, Annektierung, Annexion, wenn man bei Wikipedia gucken will, ich habe es nicht aufgeschlagen, aber da steht so sinngemäß, ist die gewaltsame, einseitige Eingliederung eines fremden Staates in die eigene geopolitische Struktur. Also im Grunde mit Waffengewalt. Davon kann aber keine Rede gewesen sein, zum Beispiel aufgrund des Referendums. Sehen Sie denn die Krim als eine Annexion? Unter Annexion ist ja die gewaltsame Eingliederung eines fremden Hoheitsgebietes in einen anderen Staat zu verstehen, nicht? Also die Wiedervereinigung, will ich mal sagen, der Krim mit der Russischen Föderation, mit Russland, erfolgte friedlich, wie Sie ja auch schon gesagt haben. Es gab keine gewaltsame Aneignung der autonomen Republik Krim durch Russland, vielmehr fanden freie Wahlen statt, und nach der Erklärung der staatlichen Unabhängigkeit fand dann der Beitritt zur Russischen Föderation statt auf Antrag. Also insofern handelt es sich völkerrechtlich gesehen um eine Sezession, also eine Abspaltung von der Ukraine, um sich der Russischen Föderation anzuschließen. In dieser Frage stimme ich übrigens mit dem Hamburger Juristen Reinhard Merkel überein, der das, naja, immerhin in der FAZ, von der wir oft anderes gewohnt sind, der hat das in sehr differenzierter und nachvollziehbarer Weise dargelegt in einem längeren Aufsatz in der FAZ. Zu berücksichtigen ist, das Gebiet gehörte seit 2 Jahrhunderten zuerst zum Russischen Reich, dann zur Sowjetunion, und 1954, glaube ich, war das, schenkte in Anführungsstrichen Nikita Khrushchev, der aus der Ukraine stammte, die Halbinsel aus einer Laune heraus. Man sagt also in alkoholisiertem Zustand, ich weiß nicht, ob das stimmt. Also schenkte die Krim der damals zur Sowjetunion gehörenden Ukraine, und der für Russland außerordentlich wichtige Flottenstützpunkt in Sewastopol wurde vertraglich abgesichert. Zunächst natürlich pro forma, nicht? Dass die westlichen Politiker und Militärs so naiv oder dilettantisch gewesen sein könnten, anzunehmen, Russland würde seinen Schwarzmeerhafen aufgeben oder daneben einen NATO-Hafen akzeptieren, ja, und sich überhaupt widerstandslos die fortschreitende Einkreisungspolitik ergeben, das erscheint von vornherein unrealistisch. Die westliche Allianz unter Führung der USA rückt ja seit Jahren gegen Russland vor, und die russische Regierung hat in der Krim-Frage lediglich auf den vom Westen inszenierten Regierungswechsel in der Ukraine reagiert. Aber dieser Putsch in Kiew, wie auch die Hintergründe des Ukraine-Konflikts, werden ja nach wie vor im Dunkeln gelassen, ebenso wie die Morde auf dem Maidanplatz. Da wurden etwa 100 Menschen, übrigens Polizisten und Demonstranten, das ist ja eine gängige Geschichte, nicht? Hinterrücks erschossen. Und in Odessa, das ist ja bekannt, da sind, ich weiß nicht, 40, 50 Menschen im Gewerkschaftshaus verbrannt. Die wurden da festgehalten von Nationalisten, Faschisten. Oder auch der Abschuss des malaysischen Passagierflugzeugs MH17 über der Ostukraine wurden bisher nicht aufgeklärt. Nicht? Man fragt sich, warum nicht? Das wäre ja möglich. Wenn man mal überlegt, dass in Sewastopol die Schwarzmeerflotte stationiert ist, müssen wir dann nicht den Bewohnern der Krim sogar dankbar sein, dass sie sich der Russischen Föderation angeschlossen haben? Denn sonst wären die Atomwaffen dort jetzt in den Händen der Nazis in Kiew. Ja, wenn sich die Krim nicht von der Kiewer Ukraine gelöst hätte, würde es dort heute auch so aussehen wie in der Ostukraine um Donetsk und Luhansk. Also da bin ich ziemlich sicher, zerschossene Städte und Dörfer, ermordete Menschen, Millionen Flüchtlinge.
Also das Erste, was die Kiewer Regierung unter dem Günstling der USA, Jazenjuk, beschließen wollte, war ein Verbot der russischen Sprache als zweite Amtssprache. Und eine seinerzeit tonangebende Politikerin, die kriminelle Milliardärin Julia Timoschenko, ist jetzt ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber es war die Lieblingsprotestantin des Westens. Sie hatte sogar geäußert, sie wolle Putin in den Kopf schießen und diese verdammten Russen abknallen. Ja, und mit Atomwaffen, entschuldigen Sie, mit Atomwaffen. Mit Atomwaffen, so, ja. Das habe ich nicht mehr so genau in Erinnerung, aber ich habe in Erinnerung, dass der Vorsitzende der rechtsextremen Swoboda-Partei, Oleg Tschaknibok, der übrigens im ukrainischen Parlament angehört, nicht? Der hatte schon 2004 dazu aufgerufen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Russensäue, Judenschweine und sonstiges Gesindel zu bekämpfen. Es bestand also die Gefahr eines Genozids. Denn diese Leute, die so argumentierten oder so vorgehen wollten, die kamen ja 2014 an die Macht. Tschaknibok wurde von dem ultrarechten US-amerikanischen Senator, ehemaligen Präsidentschaftskandidaten John McCain, unterstützt. Und Timoschenko war jahrelang, also die Vorzeige-Oppositionelle des Westens. Bundeskanzlerin Merkel hätte sie wohl gern wieder im Amt des ukrainischen Ministerpräsidenten gesehen, aber in dieser Frage hatte bekanntlich die US-Regierung andere Pläne. Ob das Atomwaffenarsenal der russischen Schwarzmeerflotte in die Hände der Kiewer Regierung gefallen wäre, ist fraglich. Es bestand ja ein Vertrag, den die Kiewer Regierung zwar hätte kündigen können, aber abgesehen davon hätte Russland die in Sewastopol stationierten Atomwaffen niemals den Nationalisten in Kiew überlassen. Das wäre bei der jetzigen Regierung eine Katastrophe und eine Gefahr für ganz Europa gewesen. Aus heutiger Sicht war die Abspaltung der autonomen Republik Krim von der Kiewer Ukraine meines Erachtens zwingend und auch gerechtfertigt. Nicht? Es stellt sich noch die Frage, warum sich die westlichen Politiker und Medien so sehr auf diese Interpretation der Geschehnisse, Annexion, Einmarsch oder was weiß ich, also dass die Russen die Krim Landraub eingenommen haben. Also das wird zur Rechtfertigung der Sanktionen und Aggressionen gegen Russland benutzt. Aber das ist natürlich eine vorgeschobene und äußerst scheinheilige Argumentation, die, ich finde, es ist ein Skandal, von den Medien mitgetragen wird. Im Mai 2015 sprach Bundeskanzlerin Merkel dann anlässlich der Gedenkfeier zum Ende des Zweiten Weltkriegs, Sie erinnern sich vielleicht, in Moskau im Beisein des russischen Präsidenten von einer wörtlich verbrecherischen Annexion der Krim durch Russland. Also das ist natürlich eine beispiellose Provokation, eine unglaubliche Unverschämtheit, wenn man die Hintergründe kennt. Und die muss auch Frau Merkel allmählich wahrgenommen haben. In Wirklichkeit geht es doch darum, Europa einschließlich Russland den westlichen Kapitalinteressen aufzuschließen. Das ist der Hintergrund. Und den imperialen Zielen der USA unterzuordnen. Das ist das eigentliche Ziel. Das ist die Strategie der westlichen Allianz unter Führung der USA, Russland als Machtfaktor in der internationalen Politik auszuschalten und deswegen auch die Verteufelung Putins und durch Wirtschaftssanktionen Beeinflussung der Kapital- und Energiemärkte und die aufgebürdeten Kosten Milliarden für die Nachrüstung zu ruinieren. Also man will die in den Ruin treiben, das war ja schon mal so, nicht? Und deswegen wird auch der russische Präsident Putin, der da ein Hindernis auf diesem Weg darstellt, derart diffamiert und verteufelt. Ich habe das in letzter Zeit mehrfach gesagt und auch geschrieben und mir ist deswegen Anti-Amerikanismus vorgeworfen worden. Das ist ja auch so ein Diffamierungsversuch, denn
Selbstverständlich gibt es keine kollektive Identität, nicht? In den USA gibt es viele Menschen, die Durchblick haben und genauso denken wie ich oder Sie. Das ist ja wirklich zum Verzweifeln, wenn man genau hinschaut und merkt, was da geschieht. Und deswegen wenden sich ja auch immer mehr Menschen gegen die Zerstörung von Ländern durch die USA und gegen diese Kriegshetze, Militarisierung und Aufrüstung oder gegen die Totalüberwachung durch die NSA. Das ist ja unglaublich. Und die Drohnenmorde, Folter, Mediennetzwerke zur Indoktrinierung ganzer Bevölkerung. Also Anti-Amerikanismus ist ein offensichtlich vom CIA geprägter Kampfbegriff, ebenso wie zum Beispiel Verschwörungstheorie, das hört man immer wieder, oder die Totalitarismus-Theorie, also das meint rechts gleich links, Kommunismus gleich Faschismus und so, oder jetzt Putin-Versteher, Querfrontler, Moskau-hörig. Das sind Kampf- und Diffamierungsbegriffe, die in irgendwelchen Denklabors, Thinktanks ausgebrütet werden, und damit beschäftigen sich offenbar in den USA Tausende von Mitarbeitern. Also wir haben ja in der Geschichte viele Beispiele für annektierte Völker, wo man klar sagen kann, denen geht es danach nicht gut. Wenn man sich die Krim anschaut, kann man sagen, denen geht es gar nicht so schlecht. Es war erst eine französische Parlamentariergruppe unten, eine italienische wollte folgen. Auch hier in Deutschland regt sich bereits Interesse an einem Besuch auf der Krim. Und dann würde man wohl sehen, denen geht es sehr viel besser als dem Rest der Ukraine. Oder wie sehen Sie das? Ja, die westliche Ukraine ist wirtschaftlich am Ende. Die hängt am Tropf der EU. Und es ist schon länger die Rede von einem Staatsbankrott. Also kein Wunder, der Krieg, den die Regierung Poroschenko, Jazenjuk, gegen die eigenen Landsleute in der Ostukraine führt, der verschlimmt ja Unsummen. Die Krimbewohner, die können wirklich froh sein. Und das sind sie in ihrer großen Mehrheit wohl auch. Man spricht da von 90%. Die können froh sein, dass sie in diesen Bürgerkrieg nicht hineingezogen worden sind. Eine Rückkehr der Krim zur Ukraine ist nach meiner Ansicht illusorisch. Das würden die Bewohner gar nicht mitmachen und die russische Regierung auch nicht, zu Recht. Nun stellt sich natürlich die Frage, wann denn die Sanktionen gegen Russland, die mit der angeblichen Annexion der Krim verknüpft sind, aufgehoben werden können. Also das scheint mir wirklich ein großes Problem zu sein, das aber weniger die USA als vielmehr die westeuropäischen Staaten betrifft, insbesondere Deutschland. Deutschland leidet ja enorm unter den Wirtschaftssanktionen, auch das wird ja weitgehend verschleiert. Seriöse Finanz- und Wirtschaftsexperten warnen inzwischen vor gravierenden Folgen der Sanktionen. Ich habe in meinem Buch die Eroberung Europas durch die USA, die von den USA betriebene Trennung Russlands von Westeuropa, ein Jahrhundertdesaster genannt. Denn Russland orientiert sich jetzt mehr und mehr nach China und den übrigen BRICS-Staaten. Und die für Westeuropa entstehenden Schäden sind irreversibel. Selbst wenn es zu einer Umkehr dieser schädlichen Politik kommen sollte, würde es sehr lange dauern, wieder Vertrauen aufzubauen. Und tragisch ist, dass die führenden Politiker Westeuropas das zum Schaden ihrer Länder mitgemacht haben und noch weiter mitmachen. Also ich erinnere mich noch gut, 2003 wurde aus Washington an die Bundesregierung, damals unter Schröder, herangetragen, wir sollten uns doch auch im Irak ein wenig engagieren. Und das wurde klar verweigert. Damals hat Gerhard Schröder gesagt, deutsche Außenpolitik wird in Berlin gemacht und sonst nirgends. Ein Jahr später war er weg. Ich erinnere mich noch an eine Frau Merkel, die kurz nach dieser Aussage nach Washington gechattet ist und dort gesagt hat, Herr Schröder spricht nicht für alle Deutschen. Jetzt ist sie Bundeskanzlerin. Ja. Was halten Sie davon? Haben wir noch einen Rest von Souveränität? Ja, das ist die Frage. Nicht? Ein Politikwissenschaftler, Foschepoth aus Freiburg, glaube ich, der hat ja untersucht zum Beispiel die Postkontrollen. Der stellt fest, dass wir lange Zeit zumindest nicht souverän waren, obwohl das
pro forma so sein sollte. Also die Briefe und Pakete, Päckchen wurden auf westdeutscher Seite geöffnet. Wir dachten immer, die verschwinden in der DDR. Da wurden ganze Stapel vernichtet, nicht? Und das ist ja auch ein Indiz, dass die USA in Deutschland macht, was sie will, die Stationierung hier und dass Drohnen von Rammstein ausgehen, dass hier Zentren existieren des US-Militärs für strategische Luftüberwachung und eventuelle Kriege. Also das ist ja bekannt und insofern zweifle ich daran, dass Deutschland wirklich souverän ist. Die USA haben da offenbar sehr viele Eingriffs- und Erpressungsmöglichkeiten. Ich würde jetzt gerne von der Wiedervereinigung der Krim zu einer anderen Wiedervereinigung kommen, nämlich der deutsch-deutschen Wiedervereinigung. Diese ist nämlich ohne Referendum veranstaltet worden. Also ich durfte da keine Entscheidung treffen. Wie würden Sie das denn aus völkerrechtlicher Sicht betrachten, einordnen als Jurist? Der damalige russische Staatspräsident Michail Gorbatschow hat ja zur Entspannung des Kalten Krieges und zur Vereinigung der beiden deutschen Staaten wesentlich beigetragen. Nicht? Das darf man nicht vergessen. Dass Deutschland vereinigt ist, das ist vor allem ihm zu verdanken. Auch der Abzug der russischen Truppen aus Deutschland, aus Polen und den baltischen Staaten. Also das vorweggeschickt, denn das ist in Vergessenheit geraten, wie vieles andere auch, nicht, was nicht ins Bild passt. Die Wiederherstellung der deutschen, der Einheit Deutschlands war selbstverständlich zu begrüßen, nicht? Aber es war rechtlich gesehen keine gleichberechtigte Vereinigung der beiden deutschen Staaten, sondern es war ein Beitritt der DDR zur BRD. Da wurde ein souveräner Staat, so, man mag darüber denken, wie man will, über die DDR, aber sie war ein souveräner Staat und er wurde sozusagen über Nacht aufgelöst und von der Bundesrepublik Deutschland übernommen. Das entsprach und entspricht absolut nicht den bindenden Bestimmungen, den eigentlich bindenden Bestimmungen des Grundgesetzes, das 1949 als provisorische Verfassung beschlossen wurde, um, so heißt es in der Präambel wohl, dem staatlichen Leben für eine Übergangszeit eine neue Ordnung zu geben. Dann heißt es weiter, das gesamte deutsche Volk, das bleibe aufgefordert, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden. Dazu wäre, das sehen Sie ganz richtig, ein Referendum erforderlich gewesen, das aber nicht stattgefunden hat. Wir befinden uns demnach in einem, wie soll man sagen, in einem Interregnum, einer Übergangszeit, ohne bindende Verfassung, eigentlich auch ohne eine legitimierte Staatsgewalt. Also das hört sich vielleicht seltsam an, aber ich rede das nicht einfach so daher. Ich bin ja von Hause aus Jurist und kenne mich auch ein wenig im Verfassungsrecht aus. Versprochen wurde der DDR damals blühende Landschaften, bekommen haben Sie anstattdessen die treue Hand. Wie schätzen Sie deren Engagement denn ein? Ja, dazu muss ich vielleicht etwas weiter ausholen. 1990 standen ja die Bundestagswahlen in der Bundesrepublik Deutschland bevor, in der BRD. Und als Kanzlerkandidat trat Oskar Lafontaine gegen Helmut Kohl an. Nach den statistischen Erhebungen, das habe ich sehr genau in Erinnerung, stand die SPD mit ihren Kandidaten Oskar Lafontaine in der Wählergunst ganz vorn. Lafontaine war danach potenzieller Bundeskanzler. Der wäre Bundeskanzler geworden. Aber der damalige amtierende Bundeskanzler Kohl, der reiste nach der Öffnung der Grenze und der Auszahlung von Begrüßungsgeld an die armen Brüder und Schwestern zum Wahlkampf in die DDR. Er versprach dann die blühenden Landschaften und die D-Mark natürlich und erreichte die Wiedervereinigung, die Vereinigung, muss man sagen, der beiden deutschen Staaten
beziehungsweise die Übernahme der DDR durch die BRD noch kurz vor der Wahl, sodass die Menschen in der ehemaligen DDR ebenfalls den neuen gesamtdeutschen Bundestag wählen konnten. Also das war an und für sich illegitim. Und durch diesen Schachzug, der heute in den Medien allgemein als großartige Leistung Kohls gefeiert wird, gewann er seinerzeit die Wahl. Und das Leben in Deutschland, wenn wir das aus heutiger Sicht betrachten, veränderte sich grundlegend. Nicht? So Sozialabbau, Finanzmarkt, Kapitalismus, Kriegseinsätze, Entstaatlichung und Entsolidarisierung der Gesellschaft, das sind nur einige wenige Stichworte. In den folgenden Jahren wurde dann das Staatsvermögen der DDR versilbert. Nicht? Da kommen wir zur Treuhand. Es floss weitgehend in die Taschen der Spekulanten, die ihre Chance erkannt hatten, sie nutzten und in den in ihren windigen Geschäften nicht nur nicht gehindert wurden, sondern auch gefördert wurden. Das dem Volk der DDR gehörende Vermögen wurde also privatisiert. Nicht? Das war, das lässt sich rückblickend feststellen, der größte Betrugsskandal in der Geschichte der Bundesrepublik, die Abwicklung, wie man das nannte, des DDR-Vermögens durch die Treuhandanstalt. 1990 schätzte der erste Treuhandchef, das war Detlef Rohwedder, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das DDR-Vermögen auf ca. 600 Milliarden D-Mark. Bei der Auflösung der Treuhandanstalt im Jahre 1994, ich glaube vier Jahre später, 94 muss das gewesen sein, betrugen die Schulden ca. 250 Milliarden D-Mark. Gute Geschäfte für Spekulanten und Betrüger, nicht? Staatlich also organisiert auf Kosten der Bevölkerung. Und vielleicht sollten wir noch anmerken, also der allergrößte Betrugsskandal auf Kosten auch der Bevölkerung folgte dann ja allerdings ab 2007 mit dem, was allgemein als internationale Finanzkrise bezeichnet wird. Und wenn Sie erlauben, möchte ich dazu noch etwas sagen. Bitte, gerne. Weil diese Krise schließlich von den USA ausging, nicht? Worüber heute niemand mehr spricht. Es begann mit der Pleite der US-amerikanischen Investmentbank Lehman Brothers und dann in Deutschland mit der drohenden Insolvenz der Hypo Real Estate Bank. Es stellte sich heraus, dass auch deutsche Banken auf dem internationalen Finanzmarkt Roulette gespielt hatten und wertlose Papiere, also eigentlich wertlose Papiere in Billionenhöhe erworben hatten. Übrigens auch die Landesbanken, die einen öffentlichen Auftrag wahrzunehmen haben, wozu keinesfalls diese Spekulationsgeschäfte gehörten. Also das sollte man doch in Erinnerung rufen, denn die Sparkassen tun heute so, als ob da nichts geschehen wäre. Das zur Bankenrettung bereitgestellte Kapital erreichte damals unvorstellbare Höhen, 500 Milliarden Euro. Und allein bei der Hypo Real Estate fehlten 102 Milliarden, das habe ich noch sehr genau in Erinnerung, und dann noch einmal etwa 40 Milliarden. Und später wurden dann ja noch Papiere der Hypo Real Estate Bank im Wert von über 170 Milliarden Euro in eine sogenannte Bad Bank ausgelagert. Also wie es mit diesem faulen Buchgeld weitergeht, das steht ja in den Sternen. Zur Rechenschaft gezogen wurde meines Wissens niemand. Und seit dieser Finanzkrise, die in Wirklichkeit ja eine Bankenkrise aufgrund von verbrecherischen und desaströsen Finanzmanipulationen war, rechnet man heute in Regierungskreisen nur noch mit Milliarden. Die Bevölkerung wird nach wie vor zur Kasse gebeten. Die Spekulanten haben sich saniert. Sie machen weiter und sie baden sich in satten Gehältern, Bonuszahlungen, Abfindungen oder Renten. Kann ich dazu vielleicht noch etwas sagen, weil ich über diese Bonusabfindungs- und überhöhten Gehalts- und Rentenzahlungen maroder Unternehmen an Manager einiges geschrieben hatte. Ja? Ich hänge an Ihren Lippen. Ja, also
diese Leute beriefen sich auf ihre vor der Krise geschlossenen Verträge. Das möchte ich doch anmerken, das war rechtswidrig, und zwar nach dem bürgerlichen Gesetzbuch. Ich bin ja von Haus aus Jurist und habe das also noch im Kopf. Paragraphen 242 und 303 des BGB und soweit es sich um Aktiengesellschaften handelt. Ich glaube, das waren die Paragraphen 87, 93 und 116, glaube ich, waren das des Aktiengesetzes. Das nennt sich Störung der Geschäftsgrundlage oder auch angemessenes Verhältnis. Ich will das kurz erläutern. Wenn sich die Umstände, unter denen Verträge geschlossen wurden, wesentlich geändert haben, sind sie anzupassen oder aufzulösen. Ich habe 2009 war das, glaube ich. Ja, 2009 muss das gewesen sein. Im Handelsblatt und in der Berliner Zeitung, auch in einigen anderen Medien, ich glaube im WDR, darüber geschrieben oder gesprochen. Das war mir damals noch möglich. Es hat sich geändert. Und nachdem ich dieses Buch Die Eroberung Europas durch die USA geschrieben, veröffentlicht habe, ich erhielt damals unter anderem von Juristen sehr viel Zustimmung. Aber bisher ist niemand ernsthaft gegen die Verfehlung der Vorstände und Aufsichtsräte, denen ja eine Vermögensbetreuungspflicht obliegt und die haftbar sind, eingeschritten. Da haben die wohl alle Angst. Also das ist die Wirklichkeit, in der wir heute leben. Bereicherung auf Teufel komm raus, Vetternwirtschaft, auch Korruption, Betrug, Versagen der Aufsichtsgremien, Behörden und der Justiz. Und immer noch wird bei jeder Gelegenheit auf der Leiche des realen Sozialismus herumgetrampelt, ohne Alternativen zum realen Kapitalismus auch nur zu erwägen. Weitgehend verschwiegen wird bis heute, dass Lafontaine sich 1998 und 99 war das wohl, als Finanzminister vergeblich bemühte, das europäische Lohn-, Steuer- und Sozialdumping zu verhindern. Außerdem beabsichtigte er, die Finanzmärkte zu regulieren und die Währungsspekulationen zu unterbinden. Als er seine Vorstellung damals nicht durchsetzen konnte, ist er ja zurückgetreten. Dafür wurde er in der Folgezeit gezielt schlecht gemacht, also bis heute, nicht? Ist ein rotes Tuch, aber ich halte ihn für recht intelligent und das, was er damals vorhatte, das hätte wahrscheinlich eine andere Republik bedeutet. Präsident Putin hat einmal scherzhaft gemeint, dass er das merkwürdig findet, wenn er sich über europäische Belange auseinandersetzen will, dann muss er sich jedes Mal an Washington wenden. Das findet er komisch. Dann hat zum Beispiel Joe Biden in einem Vortrag vor Studenten einmal ganz freimütig bekannt, das war am 3.10.2014, dass die Europäer gegen ihren Willen zu den Sanktionen gegen Russland gezwungen werden mussten von Washington. Wie sehen Sie denn jetzt das Verhältnis Washingtons zu den Staaten Europas? Ich sage es extra nicht Amerika, sondern Washington, denn die entscheiden ja letztlich. Das ist ja der US-amerikanische Vizepräsident Joe Biden. Korrekt. Der hat in der Tat in seinem Vortrag an der Harvard Kennedy School in Cambridge damit renommiert. Ich habe das neulich nochmal nachgehört bei YouTube. Er hat damit renommiert, die Regierenden in den Euro-Staaten seien gegen ihren Willen dazu gebracht worden, die Sanktionspolitik gegen Russland mitzumachen. Das gibt ja eigentlich Hoffnung, dass da Widerstände vorhanden waren, nicht? Also er sagt, man habe Putin vor die Wahl gestellt, entweder die Souveränität der Ukraine zu respektieren. Also diese Verlogenheit überschreitet ja alle Grenzen, nicht? Also die Souveränität der Ukraine zu respektieren oder zunehmende Konsequenzen in Kauf zu nehmen. Und danach sei es der US-Regierung aufgrund ihrer Führungsrolle und massiven Drucks des amerikanischen Präsidenten Obama gelungen, die EU trotz der zu erwartenden wirtschaftlichen Nachteile in die Sanktionspolitik einzubeziehen.
Die Folge sei dann eine Kapitalflucht aus Russland, die Abwertung des Rubels gegenüber dem Dollar um ein erhebliches und die Rezession der russischen Wirtschaft gewesen. Diese Rede eines Repräsentanten des zweithöchsten der Vereinigten Staaten ist sehr aufschlussreich, denn man kann hier deutlich sehen, wie massiv und auch rücksichtslos die USA Einfluss auf die Politik Europas nehmen. Biden gibt sogar zu, dass die Einflussnahme in diesem Fall für Europa schädigend ist. Das bestätigt natürlich dann auch den Ausspruch der Europabeauftragten der US-Regierung Victoria Nuland vom Februar 2014, Faxe IU. Also, dass sich Bundeskanzlerin Merkel auf diese insbesondere Deutschland schädigende Politik eingelassen hat, das ist unverantwortlich und verstößt gegen ihren Eid, Schäden vom deutschen Volk abzuwenden und ihre Pflichten gewissenhaft zu erfüllen, heißt es da, nicht? Kann man nachlesen im Grundgesetz. Deutschland wird damit zu einem Vasallen der USA ohne eigene Außenpolitik in den wesentlichen Fragen. An der Stelle möchte ich gerne noch anmerken, der Sohn von Joe Biden, ein gewisser Hunter Biden, der sitzt im Aufsichtsrat der größten ukrainischen... der Burisma Holding, also der größten ukrainischen Gasgesellschaft. Ja, nur auch ein Freund von Kerry sitzt da auch drin. Genau. Und dann der ehemalige polnische Ministerpräsident Kwasniewski, glaube ich. Oder wie hieß der? Ich glaube ja, also jedenfalls ein ehemaliger polnischer. Die haben sich das gut aufgeteilt. Ja. Das Problem ist aber, dass das Gas ausgerechnet im Donbass liegt. So, das sei noch hinzugefügt. Ja, gibt es denn aus Ihrer Sicht vielleicht eine Hoffnung für Europas Staaten, dieser amerikanischen Einflussnahme zu entkommen? Immerhin interessieren sich jetzt Parlamentarier wieder für die Krim. Es wird auch immer wieder wieder den Stachel gelückt, was die Sanktionen betrifft. Denken Sie, dass da die transatlantische Koalition der Willigen so langsam ihre ersten Risse erfährt? Ja, für die Staaten Europas wäre es wirklich an der Zeit, auf diesen drängnisvollen Weg Krieg, Zerstörung einzuhalten. Nicht? Die europäischen Politiker müssen dringend die Interessen der Bevölkerung in den Blick nehmen und auch ihre souveränen Rechte durch eine vernünftige Politik, auch durch eine Friedenspolitik wahren. Deutschland ist auf die Dauer nicht nur auf Gaslieferungen, sondern auch auf Erz und andere Bodenschätze aus Russland angewiesen. Eine von den USA aufgezwungene Feindschaft zu Russland zu pflegen, ist absolut kontraproduktiv. Das sollte und könnte geändert werden, auch wenn die USA offensichtlich Erpressungsmöglichkeiten haben. Also wir haben es ja, Sie haben das vorhin schon mal erwähnt, zum Beispiel 2002 erlebt, dass eine Bundesregierung die Teilnahme am Irakkrieg verweigert hat. Nicht zu vergessen ist dann die Rede des russischen Präsidenten Putin 2001 im Deutschen Bundestag. Daran hat sich ja gezeigt, dass eine eigene Außenpolitik möglich wäre. Putin sprach damals übrigens und auch später wiederholt von einem gemeinsamen europäischen Wirtschafts- und Kulturraum, nicht? Vladivostok bis Lissabon, Pazifik bis Atlantik. Also in dieser Rede hat er es nicht so ausgeführt, aber sonst mehrfach. Und er plädierte für Absprachen schon 2001 im Bundestag, für Absprachen, um einen stabilen Frieden zu gewährleisten und für eine vertrauensvolle Partnerschaft Russlands und Deutschlands. Gut. Ja, eine letzte Frage hätte ich noch. Und zwar würde mich interessieren, wie sehen Sie das Verhältnis deutsche Amerikaner und deutsche Russen? Wer passt von der Mentalität her besser zusammen? Deutsche und Amerikaner oder Deutsche und Russen? Na, das lässt sich doch derzeit gar nicht beantworten. Die Verbindungen zu den USA sind seit Jahrzehnten sehr intensiv. Vergleichsweise gibt es nur wenige Kontakte nach Russland. Also insofern wissen wir in Deutschland nicht viel über Russland und russische Mentalität, das setze ich mal in Anführungsstriche. Hinzu kommt eine wirklich hinterhältige, feindselige Propaganda gegen Russland, die sich in sämtlichen sogenannten Qualitätsmedien
findet und bis zu den Hollywood-Spielfilmen geht, nicht? Mir ist auch nicht, der Russe ist immer der Böse, nicht? Mir ist auch nicht klar, inwieweit diese Piratenmentalität, ich will das mal so nennen, die in vielerlei Hinsicht der US-amerikanischen Führungselite zu eigen ist, nicht auch auf Europa, insbesondere auf Deutschland übergegriffen hat. Aber letztlich ist die große Mehrheit der Menschen, ob in Deutschland, Russland oder in den USA, froh, wenn man sie in Frieden leben lässt. Ja, das ist eigentlich eine sehr gute Antwort gewesen. Danke. So, das ich wollte noch eine Sache betonen. Ich bin ja seit mehr als 40 Jahren als Schriftsteller und nebenher auch publizistisch tätig. Ich schreibe Romane, Geschichten, Sortieren, Gedichte und beschäftige mich lediglich, sagen wir mal, als interessierter und mitbetroffener Zeitgenosse mit Politik. Das wollte ich noch anmerken. Und kürzlich bin ich dann doch etwas mehr als bisher erschrocken, als ich in einem CSIS-Report las, begrenzte taktische Atomschläge seien möglich, ohne, wie es da heißt, die amerikanische Heimat zu gefährden. CSIS ist das Center for Strategic and International Studies in Washington. Also das ist eine Denkfabrik. Also was ist das für ein Wahnsinn? Und die Publizisten, Wissenschaftler, Politiker, Gewerkschaft, alle Menschen, die sich gegen diese unverantwortliche Politik der Hochrüstung, militärischen Provokationen und Kriegssätze wenden, werden angefeindet und diffamiert. Das nimmt gerade in letzter Zeit immer mehr zu, also diese Gegenpropaganda. Aber als letztes möchte ich noch sagen, also ich bin trotz allem der Meinung, dass ein Politikwechsel niemals ausgeschlossen werden sollte. Denn bekanntlich stirbt ja die Hoffnung zuletzt. Das wollte ich zum Schluss doch noch anmerken. Naja, der Hoffnungsschimmer ist die Notbeleuchtung der Illusion, heißt es ja auch. Aber ich trage dieselbe Hoffnung wie Sie. Herr Dr. Bittner, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen auch.